heute, 18. März 2021, österreichischen Tag des Vorlesens, und du kannst nicht besser gehen, als wir ein heute erschienenes Buch mit dem Titel 111 Orte im Mostviertel, die man gesehen haben muss. Und da drinnen ist dieser Plattenspüler aus 1880 herum mit einem Münzeinwurf drinnen als eine einzelne Geschichte, als wirklicher Tipp im Mostviertel, das zu besuchen. Diese alte Bauernstube, diese alte Sammlung hat der Herr Rinöte folgendermaßen beschrieben. Das Museum in der Konditorei. Hör mal, wer da klopft. Jeder hat seinen Klopfer, erklärt Karl Beate, Seniorchef der legendären Konditorei im Zentrum Waidhofens. Und er meint das überhaupt nicht böse. Erklären lässt sich dieser Satz am besten unter dem Dach der Konditorei, wo dutzende schmiedeeiserne Türklopfer aus der Zeit vor der allgemeinen Elektrifizierung an einer Wand hängen. Und diese Klopfer klingen nicht nur je nach Form, Gewicht und Ausführung unterschiedlich, sondern auch je nachdem, wer sie verwendet. So hat eben jeder seinen eigenen Klopfer. Damit ist ganz einfach das Klopfgeräusch gemeint, indem man mit etwas Erfahrung erkennen weiß. Wertvolles Wissen, das womöglich in der nächsten hitzigen Situation, in der jemandem ein Klopfer attestiert wird, nur zur Deeskalation führen kann. Dabei sollte die lehrreichen Zeugnisse alter Handwerkskunst gemeinsam mit den Häusern, an denen sie ihren Dienst getan hatten, eigentlich entsorgt werden. 150 Höfe, oft viele Jahrhunderte alt, mussten in der Nachkriegszeit im Umkreis von Waidhofen Neubauten Platz machen. Die Inneneinrichtungen wurden meist in den Ofen. Er fand das einfach schade, erklärt Karl Beate. Die Beweggründe seines Vaters, wenigstens einen Teil davon aufzubewahren. 2500 Gegenstände aus einem Umkreis von nur 10 Kilometern sind es schließlich geworden. Sie machen den Dachboden in der Konditorei zum Heimatmuseum und bewahren einen Teil des Kulturerbes der Region. Dabei war der alte Konditormeister eher Visionär als Nostalgiker. Er zählte zu den Pionieren der Fotografie und machte bereits 1935 Versuche mit Farbfilmen, was damals extrem selten war. Ein riesiges Erbe wird derzeit aufgearbeitet und digitalisiert, was einige Jahre in Anspruch nimmt. Es hat sich jeder eben seinen eigenen Klopfer. Das weiß man in Haus Beate ganz genau und ist darauf durchaus stolz. Ja, so ist es. Und wir freuen uns wirklich, dass der Herr Georg Rinöckel diesen alte Grammophon eine Technik zeigt, wie sie eben ohne Strom funktioniert hat und mit diesem ganz modernen Buch für heute in Verbindung gebracht.